Good news, good news. It's all good news for you. It's all good news for you. Durch Internet und soziale Medien ist es heutzutage einfacher, auch auf Entfernung engen Kontakt zu Freunden und Familien zu halten. Damit hat sich die Gruppe von Lea, Clara und Gloria beschäftigt und ein Video dazu vorbereitet. Schaut selber. Viele Erwachsene heutzutage sind der Meinung, dass Jugendliche keine Smartphones besitzen sollten, da sie zu viel Zeit damit verbringen und sie nicht sinnvoll nutzen. Jedoch haben Smartphones auch positive Seiten. Unser Beispiel dazu ist, dass man Kontakt zu Freunden und Familie halten kann, egal wo man ist. Wie zum Beispiel bei einem Auslandsaufenthalt. Wir haben 3 ehemalige Austauschschüler dazu befragt. Wo warst du im Ausland und wie lange? Ich war für 6 Monate in den USA. Ich war für 4 Monate in England. Ich war auch in den USA und für ein halbes Jahr. Wie viel Kontakt hattest du zu Freunden und Familie zu Hause? Ich hatte nicht so viel Kontakt mit denen, also nur manchmal abends, aber generell nicht so viel. Ich hatte auch eigentlich nicht so viel Kontakt zu meinen Freunden und Familie. Also ich hatte zwischendurch und vor allem so an Festen oder so. Mit welchen sozialen Medien hast du den Kontakt gehalten? Also ich habe meistens bei WhatsApp einfach mit denen geschrieben, also mit meiner Familie und Freunden. Und dann halt noch mit ein paar Freunden immer über Snapchat kurz Bilder ausgetauscht. Bei mir war es eigentlich genau das Gleiche. Ich habe halt auch manchmal dann noch mit Freunden und Familie geskypt. Ja. Ja, also ich habe auch über WhatsApp, Snapchat und Skype. Und jetzt, wo du zurück bist, hast du noch viel Kontakt zu deinen Freunden aus dem Ausland? Ja, ich habe eigentlich jeden Tag Kontakt zu denen. Ja, eigentlich schon. Auch gerade durch Instagram und Facebook sieht man ja auch immer so das Neue von denen, durch Bilder und ja. Ja, also ich habe auch zwischendurch immer noch, aber jetzt auch nicht so oft, also vielleicht nicht jeden Tag. Welche sozialen Medien hast du diesen Kontakt gehalten und hat das gut geklappt? Also meistens nur durch Snapchat, weil die haben halt kein WhatsApp. Und durch Instagram und Facebook. Und ja, es hat sehr gut geklappt. Also es klappt auch immer noch. Ja, wie ich auch eben schon gesagt habe, durch Instagram, Facebook und vielleicht auch noch so Skype manchmal. Ja, bei mir auch meistens Snapchat und vielleicht ein bisschen Instagram, weil nur eine hatte WhatsApp. Aber mit ihr schreibe ich dann halt auch dort ein bisschen. Was ist Frieden? Wenn kein Krieg herrscht, wenn alle Menschen respektvoll miteinander umgehen oder wenn man sich nicht mit seinen Geschwistern streitet? Mit diesen Fragen haben wir uns in unserem Video beschäftigt und versucht, sie zu beantworten. Durch Terroranschläge, Bürgerkrieg in Syrien und Rassismus stellt man sich die Frage, ob Frieden überhaupt noch möglich ist. Durch soziale Projekte soll Frieden und das gemeinsame Miteinander gefördert werden. Deshalb haben wir einige Schüler und Lehrer unserer Schule befragt, wie sie zum Thema Frieden stehen. Ich versuche, wenn zum Beispiel, wenn ich sehe, dass irgendwo Streit ist, dann versuche ich den zu schlichten und ich versuche halt so gut es geht, Streit zu vermeiden. Findest du denn, dass Frieden möglich ist oder eher nicht? Ich glaube, Frieden ist insoweit möglich, dass man zumindest die Kriege mit Waffen und sowas einstellen kann. Klar sind sich nirgendwo auf der Welt alle gleichzeitig immer einig, aber man kann es zumindest so weit abmildern, meiner Meinung nach, dass keine Kriege mehr sind. Frieden ist für mich, wenn alle zusammen friedlich miteinander sind und sich keiner streitet und keine Differenzen zwischeneinander haben. Was tust du für den Frieden? Ich helfe in sozialen Organisationen und unterrichte kleine Kinder. Okay, und meinst du, dass Frieden möglich ist? Oder? Nein, eigentlich nicht, weil das in dieser Welt, in der ganzen Welt nie Frieden sein kann, weil es immer irgendwer gibt, der sich nicht versteht und deswegen wird es nie komplett Frieden sein. Okay. Was ist für Sie Frieden? Okay, einerseits ist Frieden natürlich ein Zustand der Kriegsfreiheit. Und andererseits im Kleinen bedeutet Frieden für mich, dass wir offen und respektvoll miteinander umgehen. Ja. Okay, was tun Sie für den Frieden? Ich versuche, respektvoll und offen mit anderen umzugehen. Und würde mich auch gerne noch weiter engagieren. Allerdings ist das gerade aus familiären Gründen, weil ich 2 kleine Kinder habe, schwer möglich. Ja, aber das offene Herz, das ist mir wichtig. Okay. Meinen Sie, dass Frieden möglich ist oder eher nicht? Auf alle Fälle ist Frieden möglich. Auch wenn viele Kriegsgebiete zurzeit in der Welt vorherrschen, ist es trotzdem so, dass
wir immer weiter am Frieden arbeiten können, indem wir versuchen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und versuchen, im Kleinen die ersten Schritte zu machen zu einem friedvollen Umgang miteinander. Und dann kann sich das wie eine Welle ausbreiten. Jedes Jahr landen viele Menschen auf der Straße. Manche wählen diesen Weg freiwillig, andere sind Schicksalsschlägen zum Opfer gefallen. Deswegen hat das Ursulinen-Gymnasium in Köln einen Tag festgelegt, an dem Obdachlose und Arme in die Schule kommen können, um sich einfach mal wohlzufühlen, der sogenannte Wohlfühlmorgen. Alle 2 Monate bereiten die Schülerinnen der Ursulinenschule Köln und ehrenamtliche Helfer des Malteser Hilfsdienstes Köln schon früh morgens die Räumlichkeiten vor. Tische werden verschoben, Essen wird vorbereitet, Tischdekorationen werden fertiggestellt. Zu den verschiedenen Aufgabenbereichen, in denen die Schülerinnen eingesetzt werden, zählen 2 liebevoll dekorierte Buffets, ein Waffelstand, eine Kleiderausgabe, eine Kaffeeausgabe und ein Küchen- sowie ein Spüldienst. Die Gäste bekommen auch die Möglichkeit zu duschen, solange sie wollen. Und mehrere professionelle Fußpfleger und Friseure kümmern sich um sie. Ärzte bieten die Versorgung kleinerer Verletzungen an. Das Wichtigste bei der ganzen Aktion ist allerdings der Kontakt zu den Gästen und ihnen durch die Einladung das Gefühl der Zugehörigkeit zu geben. Wenn die Schülerinnen oder auch die ehrenamtlichen Helfer Zeit haben, setzen sie sich mit an einen der Gruppentische, an denen die Eingeladenen essen und trinken. Dabei entstehen viele interessante Unterhaltungen. Am 19. März dieses Jahres feiert der Wohlfühlmorgen sein 10-jähriges Jubiläum.